Schreibweisen der Mengenlehre. Ich habe hier die Menge A, ja, das nenne ich mal alle Angler, und Menge B, alle Basketballer, und die malt man dann immer so als zwei, also so als zwei Bommeln, ja, so. Und jetzt gibt es eben ein paar Schreibweisen, nämlich dieses umgedrehte U, ja, das hier. Das ist so ein und meint geschnitten. Und zwar, dass jemand Angler und Basketballer ist. Und das ist hier blau, das ist die Schnittmenge da. Ja? Also Angler und Basketballer. Und dann gibt es das zweite. A vereinigt B. Das ist so ein oder. Eigentlich oder Strichpunkt. Oder beides, schreibe ich mal. Oder beides. Also wer in der Vereinigungsmenge ist, der ist entweder Angler oder Basketballer oder beides. Hier grün gemalt, jetzt tue ich wieder das Blaue weg, also das Ganze. Ja, also hier so, das ist die Vereinigungsmenge. Genau, und es gibt jetzt in der Stochastik das Entweder-Oder. Ja, entweder Basketballer oder Angler, das ist dann nicht die Schnittmenge. Da gibt es jetzt hier kein Zeichen. Also das wären, aber das ist der Unterschied zwischen einem echten Entweder-Oder oder diesem Vereinigungs-Oder. Und dann kann man jetzt hier. Genau, da ist halt schon eine Lösung da. Ein bisschen Fahrt. Ja, so ist vielleicht besser. Jetzt kann ich hier so ein bisschen spielen. A quer ist nicht A. Ja? Also jemand ist nicht Angler und zugleich Basketballer. Also jetzt hier Angler, Basketballer, nicht Angler. Ja? Das sind alle hier außen. Dann habe ich eine andere Farbe. Ja, genau. Basketballer sind alle die und es muss zugleich sein. Das heißt, in dem Fall ist es das hier. Jemand ist wirklich ein Nicht-Angler und gleichzeitig Basketballer. Gut, das ist das hier. Und da kann man eben so ein bisschen da so arbeiten. Und hier, A quer vereinigt. Also wieder malen, malen, malen. So, A, B. Die Nicht-As, das sind hier alles außerhalb. Alle, die keine Fische umbringen wollen. Und die Basketballer, die sind das hier. Das sind die Basketballer. Und jetzt ein entweder oder beides. Und damit habe ich neue Farbe. Irgendwas so. Damit habe ich das hier und das da. Ja, und das ist es. Das und so. Und jetzt kommt wieder was Neues. P von A ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt. Also ich gehe in die Schulklasse rein. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Ich nehme irgendeinen Schüler raus. Oder Schülerin, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie Angler? Das Probability, das ist dieses Englische, deswegen meint die Wahrscheinlichkeit. Genau. Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Angler ist, 40%. Und jetzt, ja, ich hatte oben eine Vierfeldertafel. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sowohl Junge als auch Radfahrer ist. Ja, das ist oben. Und das ist eben hier, ist die Vierfeldertafel. Da steht. Hier steht P von Junge geschnitten Radler und hier P von Junge geschnitten Nichtradler und hier die 12, das ist nur P von Junge, P von Mädchen, hier 5 Neunzehntel sind P von Radler, genau. Und hier immer die Schnittmengen. Ja, P von P von Nichtradler geschnitten Mädchen. Okay. Und dann könnte man jetzt. Ja, jetzt könnte man die vereinzeln, ein bisschen, das letzte, was ein bisschen schwierig ist, wenn ich jetzt sowas mag. P von Junge vereinigt Radler. Ja? Also entweder Junge oder Radler oder beides. Das ist jetzt eine Farbe. Also die Jungs sind alle die und die Radler sind alle die. Ja? Und damit ist es dann alles außer die nicht radelnden Mädchen. Ja? Also die haben wir 13, 19. wäre das hier. Ja, also so 4 plus 1 plus 8. 4 plus 1 plus 8 durch 19. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Mensch entweder Radler oder Junge oder beides ist. Gut, und das sind so die wichtigsten. Habe ich da irgendwas vergessen? Nee, hier habe ich das nochmal hingeschrieben. Und im nächsten Video erkläre ich das. Das ist neu.